Gute Frage. Um ehrlich zu sein, ja, ich würde es mir tatsächlich wünschen. Ohne die Gegner diffamieren zu wollen, ich behaupte einfach mal, wenn man die ganze Tabelle von Platz 2 bis zu Platz 8 betrachtet, ohne Ulbach, die sind natürlich schon weit, weit weg, auch zu Recht, ist es unfassbar eng. Man hat im Prinzip 3 Punkte, die Platz 2 bis Platz 8, glaube ich, trennen. Also es ist im Prinzip tatsächlich sehr, sehr eng. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man das Restprogramm aller Mannschaften anschaut, die vor allem auch da oben stehen, ne, die sich A, gegenseitig die Punkte klauen und B, ohne despektierlich gegenüber den Mannschaften aus dem Tabellenkeller zu klingen, haben wir das leichtere Programm oder das leichteste sogar. Und alles andere wird die Zeit schreiben. Sehr geil. Sehr geil. Die Jungs, die sind überragend drauf. Also nicht nur spielerisch, sondern auch menschlich. Und vor allem, man merkt auch, trotz dass Corona ist, jeder geht seinem Trainingsplan nach. Jeder macht drumherum und engagiert sich. Also Wahnsinn. Wahnsinn. Eine top, top Truppe, sowohl charakterlich als auch spielerisch. Danke auch.